Ich war zu früh. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Das Bergwerk lag still da. Es war jetzt ein Museum. Hm. Es war jetzt ein Museum. Ja, was willst du denn hier? Was willst du denn hier, du Olle? Obwohl das Gebiet schon früher besiedelt war, ist die eigentliche Entstehung der Stadt Breitfurz der Gründung der Breitfurz Mining Company und der Eröffnung des Breitfurz Bergwerks im Jahr 1878 zu verdanken. Obwohl die Arbeit hart und gefährlich war, arbeiteten viele Einwanderer, unter anderem Deutsche, Polen, Italiener, Finnen und Schweden im Bergwerk. Ah. Mit dem Bergwerk kam auch eine Stadt. Obwohl der Bergbau zunächst große Gewinne abwarf, nahm er im 20. Jahrhundert beständig ab. Es gab zwar reiche Vorkommen, an die jedoch schwer heranzukommen war. Und die vulkanische Aktivität in der Gegend machte die Minenschächte besonders gefährlich. Ah, ist natürlich schlecht. Museumseingang. Oh, Manuskript. Gar nie gesehen. Als Nightingale weg war und der Nachtwind durch das kaputte Studiofenster hereinwehte, starrte Maine Sarah an. Der Sheriff schaute weg. Maines Stimme bebte vor kaum beherrschter Wut. Der Knabe ist mehr mit Saufen als mit Denken beschäftigt. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Sarah. Er hat einen kranken Blick. Mein Wort darauf, er ist nicht grundlos hinter Wake her. Dahinter steckt nichts Gutes. Ja. Ein Vulkanausbruch unter dem Cold Wind Lake im Jahr 1970 flutete trotz verhältnismäßig geringer Stärke die meisten der tiefen gelegenen Tunnel oder ließ sie einstürzen. 32 Bergleute verloren bei dem Vorfall ihr Leben. Und alle Bergbauaktivitäten rund um Breitfurz wurden endgültig eingestellt. Heute stehen viele der erhaltenen Gebäude als historische Wahrzeichen unter Denkmalschutz. Ich wollte nicht nach draußen. Die Cops mussten nach mir suchen. Durch die Mittagssonne war es heiß hier. Der Tag zog sich dahin. Ich ging im Kopf verschiedene Szenarien durch, wie ich den Entführer foltern würde, um an Alice zu kommen. Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte. Ich stellte sie mir tot vor. Ich konnte nicht wissen, ob sie noch im Leben war. Es machte mich wahnsinnig. Pure Verzweiflung trieb mich an. Es war alles Zeitverschwendung. Der Mistkerl würde nicht auftauchen. Wo stecken Sie denn? Planänderung. Sie wissen, wo der Mirror Peak ist? Das ist der große Berg nördlich von Ihnen. Folgen Sie dem Pfad von der Mine aus, dann können Sie nicht verfehlen. Dort ist ein Aussichtspunkt. Ich warte dort. Ich hab's satt, herumgeschickt zu werden. Sie wollen Ihre Frau doch lebend wiedersehen. Wenn ja, achten Sie besser darauf, wie Sie mit mir sprechen. Haben wir uns verstanden? Ich will mit Alice sprechen. Ja, und ich will das Manuskript. Lassen Sie mich nicht warten, Wake. Hallo? Hallo? Ah! Ich bring ihn um! Ich musste zum Mirror Peak. Ja, dann auf, mein Freund. Heilige Scheiße. Ha! Ich war nah dran. Vielleicht näher als je zuvor. Kacke, was war das denn jetzt? Boah. Puh. Hat das einmal gerumpelt und gebumpelt? Rumpeldibumpel. Wie geht's denn jetzt hier raus? Aus, aufmachen. Geht nicht, schade. Achtung, Achtung. Springen wir runter. So, zack. Okay. Cold Wind Lake.
Leuchtfackeln. Benutzen. Oho. Eine Luke. Wo auch Achtung draufsteht. Achtung, da geht's runter. Vorsichtsstufe. Zick. Und da liegt wieder ein Manuskript auf dem Boden. Ich wusste es. Es ist irgendwas passiert gleich wieder. Als Thomas Zane sich in Barbara Jagger verliebte, ging das schnell. Sie war jung, lebhaft, schön, voller Leben. Er war nie ein sehr glücklicher Mensch gewesen und ohne erkennbaren Aufwand hatte sie all das verändert. Zane fühlte sich zum ersten Mal im Leben wohl. Alles, was sie tat, erwies sich als Teil eines Puzzles, von dem er nicht geahnt hatte, dass es ihm fehlte. Und das Beste war, sie ließ die Worte fließen, kraftvoll und schnell. Sie war seine Muse. Barbara Jagger, wie uns diesen Mist hier eingebrockt hat. Liebte einen Schriftsteller. Und nun quält sie einen weiteren Schriftsteller. Was hat das zu bedeuten? Meine Freunde. Mystisch. Shit. Autsch. Das ist uncool. Okay, stirb. Shit, 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 shit. Zack. Oh nein, jetzt nehmen wieder die Gegenstände hier. Vorsicht, Lore. Wupp. Okay. Ja, natürlich. Ja, genau. Schmeiß mir ruhig ihren Fahrgestell vom Kopf. Ist nicht schlimm. Blendgranate. Okay. Folgen Sie einfach dem Pfad. Ja, ja, natürlich. Ja, dem Pfad, ja. Den natürlich gewachsenen Pfad. Auf die Schnauze hier. Okay. Barbara? Bist du's? Scheiße. Innen drin ist irgendwas, was lebendig wird. Und das ist nicht schön. Alter. Mein Scheiß. Aha. Es lebt. Okay. Da ist noch was. Na komm. Alter. Was ist denn da los, ey? Nein! Nein! Au. Oh, das ist ja schöne Getriebe. Oder was auch immer das jetzt war. Aua, das tat weh. Das tat weh. In der Tat. Was zum Teufel? Ja. Ich, okay. Am besten gar nichts zu sagen. Gott. Gott. Der einzige Weg zum Hang war der durch das Gebäude. Ich musste dabei irgendwie den Stromschlägen entgehen. Okay, Kontrollpunkt erreicht. Ich mach hier mal einen Schnitt. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Tschüssi.
Tarkowski.